kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, haha. Ups, die Leiter. Pass doch auf, meine Leiter. Das war keine Absicht. Mensch, was machen die Kinder jetzt da oben wieder für einen Lärm? Ich gehe mal nachsehen. Ja, klar. Immer wenn man sich konzentrieren soll. Kinder, ich hatte euch doch gesagt, ihr sollt leise sein, weil Papa arbeiten und sich konzentrieren muss. Lena hat die Leiter umgeworfen. Das war aber keine Absicht. Lena, und du solltest doch deine Hausaufgaben machen. Oder bist du schon fertig? Nein, ich bin noch nicht fertig. Ja, das wird jetzt aber höchste Zeit. Nachher gibt's nämlich Abendessen. Ihr müsst schon hören, was ich euch sage. Hast du denn als Kind auch immer auf deine Eltern gehört? Nicole, ich krieg dich gleich! Nein, du kriegst mich nie! Kinder, seid leiser! Es ist doch jetzt Mittagsruhe. Bestimmt regt sich der Herr Meier gleich wieder auf. Was ist denn da oben schon wieder für ein Lärm? So kann man doch keinen Mittagsschlaf machen. Aufhören da oben! Sofort aufhören! Das neue Sofa ist die Anne Hüpfburg. Ja, toll! Ich will jetzt meinen Mittagsschlaf machen. Was sind Ihre Kinder nur für Rabauken? Oh je, ja. Wir hatten oft Ärger mit Herrn Meier, der unter uns gewohnt hat, weil wir angeblich so laut waren. Das Haus war so hellhörig. Wir haben ihn auch schnarchen gehört. Aber klar, wir waren auch nicht immer brav. Ich glaube, das schafft keiner. So, für euch Kinder ist jetzt Schlafenszeit. Macht euch schon mal Bett fertig. Oh, wir wollen aber auch noch ein bisschen Fernsehen. Nein, Kinder, gute Nacht. Gute Nacht. Ich habe eine Idee. Wir schleichen uns hinter das Sofa. Dann können wir dort Fernsehen. Yes. Was macht ihr denn jetzt noch da? Ihr solltet doch im Bett liegen. Habt ihr nicht gehört, was ich euch gesagt habe? Ab ins Bett mit euch. Aber ich habe auch nicht immer Quatsch gemacht. Ich musste ziemlich viel helfen zu Hause. Zum Beispiel Staubsaugen, den Müll rausbringen, im Garten helfen. Und meine Hausaufgaben musste ich natürlich auch machen. So wie du jetzt. Na gut. Ich koche jetzt das Abendessen. Okay, ich habe auch schon Hunger. So, erstmal Kartoffeln schälen. Ach, so viele Rechenaufgaben. So, noch das Fleisch. Und dann mache ich noch Erbsen dazu. Essen ist fertig. Prima, wir kommen schon. Was gibt es denn? Kartoffeln und Bratwurst. Komm, Anna, du kannst helfen, den Tisch zu decken. Ich habe aber keine Lust. Doch, komm, trag wenigstens deinen Teller zum Tisch. Na gut. Bestimmt hast du deiner Mama auch nicht im Haushalt geholfen. Doch, das musste ich. Und ich bin manchmal auch einkaufen gegangen. Michael, kannst du bitte zum Bäcker gehen und für uns Brötchen holen? Oh, ich wollte aber doch etwas spielen. Das geht doch ganz schnell. Und vom Restgeld darfst du dir noch etwas Süßes kaufen. Okay. Ich bin wieder da. Prima. Was? Du hast ein Brötchen gekauft und sonst nur Süßes? Ja, das schmeckt doch viel besser. Ob du da so eine große Hilfe warst? Doch, doch. Ich musste auch andere Sachen machen. Helfen beim Geschirr abwaschen zum Beispiel, den Hof regelmäßig kehren und das Auto waschen. Oh
nein, Erbsen. Ich mag aber keine Erbsen. Ach, probier doch wenigstens mal. Erbsen sind gesund. Nein, das schmeckt mir nicht. Oder hast du als Kind etwa alles gegessen? Guten Appetit. Das schmeckt mir aber alles nicht. Ich mag keine Kartoffeln, auch keine Wurst und Erbsen schon gar nicht. Ich habe keinen Hunger. Ich gehe in mein Zimmer. Ach, was soll ich dir denn nur kochen? Oh ja. Liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans, diese Geschichte heute beruht größtenteils auf wahren Begebenheiten. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an unseren Erinnerungen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.